Wir haben Herrn Magister Uelangu schon vor vielen Jahren kennengelernt, als er unseren Chor unterstützte und mitgesungen hat. Dann, am 5.6.2009, hat uns der Taiwan Chor in Wien zu einem Konzert, das er gelegt hat, eingeladen. Wir freuen uns natürlich, hier mitwirken zu dürfen. Im Gegenzug haben dann wir den Taiwan Chor eingeladen, bei unserem Weihnachtskonzert dabei zu sein. Roswitha, dann unser traditionelles Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht, aufgesungen. Daraus kann man erkennen, dass gerade Musik dazu in der Lage ist, verschiedene Völker, und seien sie noch so weit voneinander entfernt, zu verbinden. Heute gibt es einen besonderen Anlass. Sie feiern den 100-jährigen Bestand der Republik Taiwan. Und wir sind stolz darauf, dabei sein zu dürfen. So stolz dürfen auch Sie sein. In dem Bewusstsein, was Sie in diesen 100 Jahren für Ihr Land geschaffen und bewirkt haben. Auch wir tragen heute unsere Nationalfarben, rot, weiß, rot, wenn auch nur in diesem kleinen Anstecker. Der Döblinger Sinnkreis gratuliert Ihnen zu dem heutigen Fest und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute. Für uns wünschen wir, dass die gute Verbindung zu dem Taiwan-Chor in Wien bestehen bleibt, solange es nur sein kann. Vielen Dank und noch weiter.